Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 60. Das ist der Setzpunkt der CDU, gemeinsam für starke Kommunen in einem starken Hessen. Erster Redner ist der Kollege Michael Reul für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Städte, Gemeinden und Landkreise nehmen in unserem politischen System eine herausragende Rolle ein. Für viele Menschen wird Demokratie dort direkt vor Ort erst erfahrbar. Das Aufgabenspektrum der Kommunen ist groß. Landkreise und kreisfreie Städte sind als Schulträger zuständig für die Ausstattung, herzlichen Dank, den Bau und die Instandhaltung von Schulen und nehmen eine zentrale Rolle bei der Gesundheitsversorgung wahr. Gerade in der Pandemie sieht man den Wert und die Bedeutung der Gesundheitsämter. Die Kommunen kümmern sich scheinbar um ganz alltägliche Dinge wie Müllabfuhr, Wasserversorgung, den Brandschutz oder das Meldewesen. Dazu kommt die Bereitstellung der öffentlichen Infrastruktur, die Gemeindestraßen, die Freizeiteinrichtungen, Schwimmbäder, Museen, Dorfgemeinschaftshäuser oder auch Büchereien. Und eine ganz wichtige und immer bedeutsamere Aufgabe ist die Zuständigkeit für die Kinderbetreuung. Verfassungsrechtlich garantiert ist die kommunale Selbstverwaltung der Schlüssel für erfolgreiches Handeln vor Ort. Die Landesregierung und die CDU-Fraktion sind dabei ein verlässlicher Partner der Kommunen. Wir haben bei der finanziellen Ausstattung in den vergangenen Jahren viel erreicht. Das lässt sich in Worten, aber noch viel besser in konkreten Zahlen untermauern. Ich erwähne, das Land Hessen unterstützt mit dem kommunalen Schutzschirm insgesamt 100 besonders konsolidierungsbedürftige Kommunen mit über 3 Milliarden €. Dem sogenannten Schutzschirmkommunen kamen dabei deutschlandweit einmalig bis zu 2,8 Milliarden € als Hilfe zur Schuldentilgung und weitere 400 Millionen € über Zinsverbilligungen zugute. Nirgendwo sonst wurden derartige Entschuldungsvolumina allein aus Landesmitteln zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der Corona-Pandemie wurde der Schutzschirm aufgelöst. Die Konsolidierungsziele sind dabei fast allen Kommunen erreicht worden, und die Schutzschirmkommunen haben sich mit Hilfe des Landes äußerst positiv entwickelt. In einem zweiten Schritt sind die Kassenkredite abgelöst worden, die in den vergangenen Jahren vielerorts als Ausnahme gedacht zur Regel wurden und damit zur Belastung vieler kommunaler Haushalte. Auch hier hat das Land ein weiteres bundesweit einmaliges Programm auf den Weg gebracht, die Hessenkasse. Mit ihr wurden 2018 die kompletten Kassenkreditschulden der Kommunen in Höhe von rund 5 Milliarden € sowie die Zinsen und die damit verbundenen, ein wichtiger Punkt, verbundenen Zinsrisiken vom Land übernommen. Mittlerweile hat die Hessenkasse Vorbildfunktion in ganz Deutschland. Auch der kommunale Finanzreport der Bertelsmann Stiftung hat dieses vorbildliche Engagement des Landes hervorgehoben und die immense Signalwirkung dabei betont. Mit den kommunalen Investitionsprogrammen 1 und 2, KIPP macht Schule, sowie dem Investitionsprogramm der Hessenkasse zusätzlich hat das Land wichtige Impulse für nachhaltige und zukunftsgerichtete Investitionen gesetzt. Insgesamt 2,2 Milliarden € sind an Bundes- und Landesmittel in die Kommunen geflossen. Insbesondere der Landesanteil von KIPP I und KIPP II diente dazu, die Mittel noch zielgerichteter einzusetzen und auch jene Kommunen, die aus verschiedenen Gründen keine Bundesmittel erhalten haben, mit zu bedenken. Wir haben jetzt auch die Frist um ein Jahr verlängert, sodass die Mittel, die noch nicht genutzt werden konnten für KIPP I und KIPP II, dann auch in diesem zeitlichen Rahmen noch genutzt werden können. Insgesamt sind über 4.000 Maßnahmen in diesem Programm bislang finanziert. Und die Bandbreite ist enorm. Ich nenne energetische Sanierung von Schulen, Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen oder Gerätschaften für Bauhöfe, Investitionen in Fußgänger und Radwege. Das sind nur ganz wenige Beispiele, die aber alle sehr positive Effekte in den Kommunen haben, und zwar genau für die Menschen, die dort leben. Applaus
Das zentrale Element der dauerhaften und wirksamen Unterstützung von Städten, Gemeinden und Landkreisen ist der kommunale Finanzausgleich. Im letzten Jahr erreichte er ein Rekordniveau und betrug nahezu 6 Milliarden Euro, eine Verdoppelung von dem Jahre 2011, wo er 3,1 Milliarden Euro betragen hat, auf jetzt 6 Milliarden Euro. Die CDU-Fraktion in Hessen steht für diesen starken kommunalen Finanzausgleich, sichert doch dieser eine nachhaltige Entwicklung, gerade von steuerschwächeren Kommunen. Auch in Zukunft werden wir uns für eine bedarfsgerechte finanzielle Ausstattung einsetzen. Dass es uns damit ernst ist, zeigt der Kommunalpakt. Dieser sichert auf Jahre hinaus den kommunalen Finanzausgleich ab und schafft so wichtige Planungssicherheit und Verlässlichkeit für die Kommunen in Hessen. Mit dem Kommunalpakt, der insgesamt über 3 Milliarden Euro umfasst, wurde eine kraftvolle Antwort auf die aktuellen Herausforderungen gegeben. Die Kommunen haben damit eine Perspektive für die Zeit nach der Pandemie erhalten. Gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden wurden die einzelnen Positionen auf Augenhöhe gemeinsam verhandelt. Das zeigt und unterstreicht den Stellenwert, den die Kommunen bei uns haben. Der kommunale Finanzausgleich wird mit insgesamt 1,4 Milliarden Euro stabilisiert und steigt somit trotz der erwarteten verminderten Steuereinnahmen jährlich linear und gleichmäßig an, bis er 2004 die unglaubliche Summe von insgesamt 6,4 Milliarden Euro erreicht. Eine großartige Leistung für die Kommunen in Hessen. Als Ausgleich für Gewerbesteuerausfälle, das wissen Sie, zahlte das Land rund 660 Millionen Euro. Zusammen mit den rund 550 Millionen Euro vom Bund erhalten die Kommunen insgesamt über 1,2 Milliarden Euro Unterstützung. Die Programmteile der starken Heimat Hessen werden mit 182 Millionen € unterstützt, wodurch weiterhin die ursprünglich vorgesehenen Mittel zur Verfügung stehen und die Programme weiterlaufen können. Die Krankenhäuser werden mit 160 Millionen Euro unterstützt, und darin sind 120 Millionen Euro zur Erhöhung der Pauschalförderung in diesem Jahr und weitere 40 Millionen zur Beteiligung des Landes Hessen am Krankenhauszukunftsfonds des Bundes. Weiterhin, das wissen Sie, haben wir die Schutzmaßnahmen für Schulen und Kitas zur Verfügung gestellt, 75 Millionen Euro von insgesamt 100 Millionen, die dafür zur Verfügung stehen. Zur Teilkompensation der ausgefallenen Kita-Beiträge im ersten Lockdown wurden 40 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die Verteilung haben die Kommunen miteinander und untereinander organisiert. Und für die weiteren Beiträge jetzt im laufenden Jahr ab dem Januar 2021 stehen pro Monat weitere 12 Millionen Euro für die Kommunen bereit. Dies zeigt, wie groß wir die Verantwortung nehmen, um die Kommunen zu unterstützen in gerade diesen schwierigen Zeiten. Weitere 27 Millionen € werden zusätzlich für Kita-Investitionen zur Verfügung gestellt. Unsere Heilkurorte werden mit 15 Millionen Euro unterstützt. Aber nicht nur diese reinen finanzpolitischen Zahlen zeigen das enorme Engagement des Landes Hessen für die Städte, Gemeinden und Landkreise. Ich will erwähnen den Bereich der inneren Sicherheit. Hessen ist eines der sichersten Länder in Deutschland. Mit einer Aufklärungsquote von 65,2% liegen wir im Ländervergleich auf Platz 3. 15.000 Polizeibeamtinnen und Beamte sind dafür jeden Tag in unseren Städten, Gemeinden und Landkreisen im Einsatz. 2025 werden es noch einmal 1.000 mehr sein. Niemals gab es mehr Polizei in Hessen, und dieser Haushalt für den Bereich der Polizei hat sich in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt. Auch dies eine großartige Leistung. Profiteure sind vor allem unsere Kommunen und die Menschen, Land auf, Land ab, in denen die Kriminalitätsbelastung inzwischen auf den niedrigsten Wert seit dem Jahre 1980 gefallen ist. Ich erwähne dabei auch die Initiative Kompass, der sich immer mehr Kommunen anschließen. Mittlerweile 89 Kommunen sind beteiligt dabei an diesem guten Programm. Und das ist dort wirklich sehr gut. Der das weiß an der einen oder anderen Stelle, der dort mitgearbeitet hat, schon, dass passgenaue Sicherheitslösungen vor Ort geschaffen werden und in diesem Bereich dort sehr viel auch bewirkt wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte den Bereich der Digitalisierung noch kurz anschneiden.
Insbesondere für die Attraktivität ländlicher Regionen als Arbeitsort und Lebensräume ist die Anbindung an Breitband und mobile Dienste entscheidend. Mittlerweile wurden über 1.100 digitale Dorflinden gepflanzt, mit denen das Land Städte und Gemeinden bei der Einrichtung kommunaler WLAN-Infrastrukturen unterstützt. Dazu kommen durchschnittlich jeden Tag 5 neue Mobilfunkmasten, die errichtet oder modernisiert werden. Das Land stellt allein in dieser Wahlperiode 270 Millionen € für den Gigabit-Ausbau und zusätzlich 50 Millionen € für den Mobilfunk bereit, so viel wie noch nie. Für die Kommunalverwaltung wird der Zugang zur Verwaltungsplattform kostenfrei für die Civento angeboten. Außerdem haben wir Mittel bereitgestellt für die Kommunen und Schulträger für die Digitalisierung von Schulen und Unterricht, um dies zu unterstützen. Wir erholen in Deutschland einmalig die Bundesmittel um 25%. So stehen für technische Ausstattung, Lehrer- und Schülerendgeräte, Supportleistungen und andere insgesamt 650 Millionen € zur Verfügung, von denen die Schulträger 10% aufbringen müssen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Ich könnte noch erwähnen, die 169 Millionen € für die Kinderbetreuungseinrichtungen, für die Feuerwehren, für den Brandschutz 45 Millionen €, für das Schwimmprogramm 50 Millionen €. Meine Damen und Herren, wir haben schon viel erreicht, aber es gibt trotzdem auch noch viel zu tun. Wir lassen aber unsere Kommunen auch in der Krise nicht im Stich, sondern bleiben verlässlicher Partner. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, dass unsere Kommunen ausgeglichene Haushalte vorweisen können und in der Zukunft entsprechend neuen Herausforderungen handlungsfähig bleiben. Wir stehen für starke Kommunen in einem starken Hessen. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Herr Kollege Reul, nächster Redner ist der Vorsitzende der Fraktion der AfD, Kollege Lambrou. Sehr verehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Gemeinsam für starke Kommunen in einem starken Hessen. So lautet der Titel des Entschließungsantrags der Koalitionsfraktionen, den Sie heute zum Setzpunkt auserkoren haben. Ich fühle mich hierbei, was den Inhalt anbelangt, irgendwie an die beiden ähnlich lautenden Aktuellen Stunden von CDU und Grünen vom 12. November 2020 erinnert. Auch da wurde sich schon mächtig auf die eigene Schulter geklopft. Meine Mutter schaut übrigens gerade diesen Livestream des Hessischen Landtags an und schickte mir eben während der Rede von Herrn Reul eine SMS mit dem Inhalt reiner Selbstlob. Was will er eigentlich? Und ich habe geantwortet, richtig, außer Selbstlob war da nicht viel. Denken wir einmal an die Pressemitteilung von Herrn Wagner, die hierzu veröffentlicht wurde, in der er selbstherrlich erklärte, wir geben den hessischen Kommunen 3 Milliarden € zur Bewältigung der Folgen der Corona-Krise und damit das, was sie am dringendsten brauchen. Wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir geben den Kommunen. Das war, um es mit den Worten des FDP-Abgeordneten Dr. Hahn zu sagen, schlichtweg abgehoben. Denn Sie, liebe Kollegen der Regierungskoalition, tun so, als wenn das Ihr Geld wäre und nur Sie auf die Idee gekommen wären, das Geld zum Wohle der Kommunen auszugeben, obwohl das Ihre Aufgabe ist. Zugegeben, den Ton haben Sie mittlerweile etwas entschärft, aber das Eigenlob, das liegt weiter in einem peinlichen Bereich. Der Grundgedanke ist auch nach wie vor derselbe, nämlich, dass die Kommunen dankbar zu sein haben. Dankbar dafür, dass sich das Land Hessen als Partner der Kommunen sieht und ihnen im Rahmen der Corona-Krise finanziell unter die Arme greift. Jedoch ist es so, lieber Herr Bellino, dass das Land den Finanzbedarf der hessischen Kommunen sorgfältig ermitteln und die Kommunen entsprechend finanziell ausstatten muss. Das war kein Gnadenakt von Ihnen, das ist Ihre Aufgabe. Und das gilt in einer Krise, in der unsere Kommunen sowieso massiv unter den Folgen zu leiden haben, erst recht. Schauen wir uns die ersten größeren Punkte einmal aus Ihrem Antrag im Einzelnen an. Da steht, zunächst soll der Landtag feststellen, dass Städte, Gemeinde und Landkreise das Fundament unserer demokratischen Gemeinwesens bilden. An dieser Stelle muss ich mal eine Aussage des Kollegen Müller aus der CDU-Fraktion von Anfang Dezember zu eben genau solchen Anträgen erinnern. Er sagte damals, er verstehe gar nicht,
warum immer Anträge gestellt werden, in denen der Landtag irgendwelche feststehenden Tatsachen feststellt. Dass dem so ist, wissen wir, das wissen Sie, besonders aber wissen es die Kommunen selbst. Aber da hört es noch nicht auf. Die Kommunen neben ihrer Aufgabe im Rahmen der verfassungsrechtlich garantierten kommunalen Selbstverwaltung wahr, schreiben Sie in Ihrem zweiten Punkt. Ja, selbstverständlich tun Sie das, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber was nützt es unseren Kommunen denn, wenn Sie das hier in einem Antrag feststellen bzw. auch noch betonen? Selbiges gilt auch für den darauffolgenden Satz in Ihrem Antrag in Punkt 2, nämlich die Feststellung, dass für die Ausgestaltung der kommunalen Selbstverwaltung eine angemessene und bedarfsgerechte Finanzausstattung von wesentlicher Bedeutung ist. An sich erst einmal völlig unstrittig. Aber, und das schreiben Sie ja auch selbst, dies ist durch die Verfassung bereits garantiert, meine Damen und Herren. Weshalb bedarf dieser Punkt also einer gesonderten Feststellung durch den Landtag, durch Herrn Röll von der CDU, wenn er doch verfassungsrechtlich garantiert ist? Weiterhin nennen Sie dann die vorbildlichen Entschuldungsprogramme des Landes Hessen, die auf kommunaler Ebene für solide Finanzen und eine generationengerechte Politik gesorgt haben. Aber wir müssen daraus festhalten, dass wenn es dieser hier aufgeführten Entschuldungsprogramme schon in wirtschaftlich guten Zeiten bedurfte, dass wir in den schwierigen Jahren, die wir vor uns haben werden, ganz andere Entschuldungsprogramme brauchen. Und es ist doch niemandem geholfen, wenn jetzt noch einmal betont wird, dass 2017 über 90% der hessischen Kommunen frühere jährliche Haushaltsdefizite abbauen konnten. Wenn es Ihnen in Ihrem Entschließungsantrag also wirklich um starke und leistungsfähige Städte, Gemeinden und Landkreise geht, dann lassen Sie doch jene Punkte weg, in denen bereits feststehende Tatsachen noch einmal festgestellt werden. Innerhalb des vierten Punktes in Ihrem Antrag wird dann endlich auch einmal ein Lob an unsere Kommunen ausgesprochen. Die Leistungen, die unsere Kommunen momentan und seit Monaten im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie gebracht haben, werden an dieser Stelle gewürdigt. Das, liebe CDU, können wir so unterschreiben. Was jedoch schade ist, wenn sogleich das obligatorische Eigenlob für die 3 Milliarden € aus dem Kommunalpakt in diesem Antrag folgt. Danach werden dann noch der stetig gestiegene kommunale Finanzausgleich, die Kommunalinvestitionsprogramme 1 und 2 sowie das Investitionsprogramm der Hessenkasse hervorgehoben. Weitere Punkte sind Digitalisierung, Klimaneutralität, Betreuung, Förderung und Bildung sowie Daseinsvorsorge bzw. eine Aufzählung dessen, was die Landesregierung in diesen Bereichen alles in der Vergangenheit geleistet hat. Hervorheben möchte ich an dieser Stelle noch einmal den Punkt Digitalisierung. Hier wird besonders betont, dass Hessen beim schnellen Internet in der Spitzengruppe der deutschen Flächenländer und auf Platz 1 bei der Versorgung von Gewerbegebieten mit 50 Megabit pro Sekunde läge. Welche Frage sich hier unvermeidlich aufdrängt, ist, was ist mit dem ländlichen Raum, den Sie in Ihrem Aktionsplan für die ländlichen Räume stärken wollen? Darauf hätte ich gerne gleich noch meine Antwort. Es ist äußerst fraglich, weshalb erst bis zum Jahr 2025 jeder Haushalt über schnelles Internet verfügen soll, während andere Bundesländer, übrigens auch ohne eigenes teures Digitalministerium, vormachen, wie es bedeutend schneller geht. Hierin sehen wir leider keine Sicherung eines fairen Ausgleichs zwischen Ballungsraum und ländlichen Raum, wie Sie es in dem letzten Punkt Ihres Antrages suggerieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die auskömmliche finanzielle Ausstattung der Kommunen ist originäre Aufgabe des Landes. Dafür braucht man keinen derartigen Erschließungsantrag. Der Dank sollte vor allem auch unseren hessischen Kommunen gelten, denn sie sind es, die in der Corona-Krise vor besonderen Herausforderungen stehen. Dafür gebührt den Kommunen unser Dank und dafür gebührt ihnen unser Respekt. Und dieser sei an dieser Stelle auch noch einmal ausdrücklich ausgesprochen. Aber in dieser Zeit, in der es aktuell darum geht, aus tiefsten und desaströsen Lockdowns zur Normalität zurückzukehren, in dieser Zeit ist ein Antrag, in dem sich die Regierungskoalition in allererster Linie selbst ein Lob ausspricht, fehl am Platz. Und wenn man diesen Antrag von Schwarz-Grün ins Licht einer hellen Kerze hält, dann kann man gut erkennen, dass hier mit Zitronensaft draufgeschrieben wurde,
inhaltsleerer Antrag von Schwarz-Grün für den Kommunalwahlkampf. Bitte nicht ernst nehmen. Vielen Dank, Herr Lambrou. Nächster Redner ist der Kollege Marius Weiß für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als ich den CDU-Antrag zum ersten Mal gelesen habe, fiel mir sofort unsere Kruschel-Schublade zu Hause ein. Wenn Sie das Wort nicht kennen, im landesgeschichtlichen Informationssystem LAGIS gibt es ein südhessisches Wörterbuch. Da ist das definiert als Schublade im Küchenschrank, in der ein wirres Durcheinander von Gegenständen herrscht. Ich wette, Herr Kollege Boddenberg, dass jeder von Ihnen so eine Kruschelschublade zu Hause hat, wahrscheinlich auch der Finanzminister. Und so eine Kruschelschublade ist dieser Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist ein wirres Durcheinander von Dingen, die eigentlich gar nicht zusammenpassen, wo man alles reingeschmissen hat, von dem man nicht weiß, wohin damit. Da sind richtig alte Sachen dabei, schon ein bisschen muffig, wo schon ein bisschen der Staub drauf liegt, von denen man sich aber nicht trennen kann. Besonders schlimm ist das bei Zwei-Personen-Haushalten oder Zwei-Parteien-Koalitionen. Da traut sich der eine nicht, etwas wegzuschmeißen, weil er Angst hat, dass der andere Ärger macht. Und das Ganze wie immer garniert mit klebrigem Eigenlob. Kann man ja bei Schwarz-Grün immer schon an der Antragsform erkennen, steht bei CDU und Grünen Entschließungsantrag oben drüber, ist das eigentlich immer zu Papier gebrachtes Selbstlob, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was haben Sie denn hier alles reingeworfen in diese Kruschelschublade? Sie feiern Ihren angeblich neuen KFA, der jetzt schon seit 5 Jahren in dieser Schublade liegt, und verschweigen, dass Sie den gemacht haben, weil Ihnen der Staatsgerichtshof Ihren alten KFA als verfassungswidrig um die Ohren gehauen hat. Und dass der neue KFA eben keine angemessene und bedarfsgerechte Finanzausstattung garantiert, wie Sie es in Ihren Antrag reingeschrieben haben, sehen Sie ja daran, dass er in den nächsten 3 Jahren mit 1,4 Milliarden Euro gestützt werden muss. Sie feiern die Hessenkasse. Das Gesetz liegt schon 3 Jahre in der Schublade. Sie verschweigen, dass die Kommunen die Hessenkasse zu 80% selbst bezahlen und dass die hessischen Kommunen auch nach der Hessenkasse im bundesweiten Vergleich bei der Verschuldung immer noch einen Spitzenplatz belegen. Sie feiern sich für die KIPP-Programme. Die liegen seit 6 Jahren in der Schublade. Sie verschweigen, dass das KIPP ein Bundesprogramm war. Sie verschweigen, dass der Landesanteil beim KIPP II beispielsweise nur 13% war. 87% davon haben Bund und Kommunen bezahlt. Sie feiern sich für eine angeblich kostenlose Nutzung der Plattform Civento durch die Kommunen, verschweigen aber, dass die Kommunen diese Nutzung zu 100% über die Heimatumlage selbst bezahlen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und beim Stichwort Heimatumlage könnte man auch noch schön etwas über das Programm Starke Heimat sagen. Aber genau das haben Sie komischerweise in Ihrer Kruschelschublade unter all dem Krimskrams offensichtlich nicht gefunden. Oder es war Ihnen zu peinlich, dazu auch noch etwas in den Antrag zu schreiben, weil die Kommunen ja gerade vor dem Staatsgerichtshof gegen ihre Heimatumlage klagen wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, CDU und GRÜNE müssen Jahre zurückschauen, um angebliche Wohltaten für die Kommunen zu finden. Ich brauche nur eine Woche zurückzuschauen, um zu zeigen, dass Ihre Lobeshymnen auf sich selbst mit der Realität in den hessischen Kommunen nichts, aber auch wirklich gar nichts zu tun haben. Der Städte- und Gemeindebund hat letzte Woche Alarm geschlagen, dass neben dem Einbruch bei der Gewerbesteuer auch ein Einbruch bei den Anteilen an der Einkommensteuer droht. Das betrifft in Hessen vor allem die Gemeinden in den ländlichen Regionen. Zu diesem Bereich gehört beispielsweise der Odenwald, wo von den dortigen Bürgermeistern in der letzten Woche ein Hilferuf kam, dass ihre Gemeinden alarmierend unterfinanziert sind und massive Leistungskürzungen drohen. Und beim Thema Leistungskürzungen sind wir auch mit dabei, bin ich bei der dritten Meldung der letzten Woche, dem Ergebnis der jährlichen Studie von Ernst & Young zur Lage der Kommunalfinanzen in Deutschland.
haben Sie sicherlich auch zur Kenntnis genommen, Herr Boddenberg. Das erschreckende Ergebnis: In keinem anderen Bundesland liegt der Anteil der Kommunen höher, die beabsichtigen, Steuern und Gebühren zu erhöhen oder Leistungen zu kürzen. In keinem anderen Bundesland, liebe Kolleginnen und Kollegen. 85% der befragten hessischen Städte und Gemeinden haben angegeben, dass sie Pläne haben, Steuern und Gebühren zu erhöhen. Und 37% der hessischen Kommunen wollen Leistungen kürzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist traurige Spitze in Deutschland im Vergleich. Nirgendwo in Deutschland planen die Kommunen mehr Leistungskürzungen als in Hessen. Mehr als jede dritte Kommune in Hessen plant laut dieser Studie, Schwimmbäder, Bibliotheken oder kulturelle Einrichtungen zu schließen, Angebote der Jugendarbeit und Seniorenbetreuung zu reduzieren, Straßenbeleuchtungen abzuschalten oder sogar Kitas zu schließen. Mehr als jede dritte Kommune in Hessen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist die Realität der Kommunen in Hessen und nicht das hier von Schwarz-Grün vorgetragene Rosa-Rot. Ich will es noch einmal wiederholen. Nach 7 Jahren Schwarz-Grün gibt es nirgendwo in der Republik mehr Kommunen, die Leistungen für ihre Bürger kürzen wollen, als in Hessen. Das ist die Bilanz von Schwarz-Grün. Machen wir uns nichts vor, dieser Setzpunkt der CDU, das ist ja ein bisschen niedlich, dass wir in der vorangegangenen Debatte, dass uns der Vorwurf aus Seiten der CDU gemacht wurde, wir würden Kommunalwahlkampf machen. Mehr als dieser Antrag Kommunalwahlkampf, es geht ja eigentlich gar nicht. Oder, na ja, sagen wir mal, er ist zumindest der Versuch von Kommunalwahlkampf. Aber wenn das hier Ihre schärfste Waffe in der letzten Plenarwoche vor der Kommunalwahl ist, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU und den Grünen, dann ist das schon ziemlich dürftig. Damit werden Sie am 14.03. keine Massen an die Urnen treiben. Die Bürgerinnen und Bürger wissen, dass Sie in Hessen die kommunalfeindlichste Landesregierung der Republik haben. Und Sie wissen, dass es nur eine Kommunalpartei in Hessen gibt. Die Partei, die 8 von 12 Oberbürgermeistern im Land stellt und 11 von 21 Landräten, mehr als CDU und Grüne zusammen. 4 Millionen Hessen, 2 Drittel der Bevölkerung werden von einem OB oder von einem Landrat dieser Partei regiert. Diese Partei, die mit Abstand die meisten direkt gewählten Bürgermeister in Hessen stellt, die gegen Straßenbeiträge kämpft, die für bezahlbaren Wohnraum kämpft, die für eine Vereinbarung von Stadtentwicklung und Klimaschutz steht, die für gebührenfreie Kitas kämpft. Ja, wenn schon Kommunalwahlkampf, dann aber richtig, liebe Kolleginnen und Kollegen, und nicht mit so einem albernen Antrag, wie Sie es hier vorlegen. Es gibt nur eine Partei, die für dieses alles kämpft, die für bezahlbaren Wohnraum kämpft, für eine Vereinbarung von Stadtentwicklung und Klimaschutz steht, die für gebührenfreie Kitas kämpft, die für Förderung von Feuerwehren und Vereinen steht, die Stadt und Land nicht gegeneinander ausspielt, sondern überall gleichermaßen verankert ist und das wahr ist und bleibt die SPD. Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Marius Weiß. Jetzt ist der nächste Redner, der Kollege Hermann Schaus. Ach, Kurzintervention. Na, dann machen wir erst die Kurzintervention. Muss eigentlich wegen der Rede, aber das haben wir im weitesten Sinne gesehen. Der Kollege Reul macht eine Kurzintervention. Bitte sehr, Reul. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Kollege Weiß, ich habe den Eindruck, dass Sie die Studie nicht gelesen haben, jedenfalls nicht mehr als die Schlagzeile. Wenn Sie die Studie von Ernst & Young richtig lesen, dann müssen Sie auch einmal schauen, was die Datengrundlage ist. Die Datengrundlage sind nur Kommunen mit über 20.000 Einwohnern. Die wurden befragt, bundesweit. Und für Hessen gilt natürlich, dass die meisten Kommunen kleiner als 20.000 sind. Also nennen Sie doch einmal Beispiele für das, was Sie hier uns vorwerfen. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ein weiterer Punkt ist doch bezeichnend und auch zentral. Der Zeitpunkt der Abfrage. Die Abfrage lief im November. Da hatten wir unseren Kommunalpakt noch nicht. Jetzt haben wir unseren Kommunalpakt mit 3 Milliarden €, und die Situation ist eine vollkommen andere. Dass Kämmerer bei der Abfrage vorsichtig sind, ist verständlich. Aber die Landesregierung hat mit den Kommunalen Spitzenverbänden verantwortlich gehandelt. Und dieses Szenario, was hier von Ihnen an den Himmel gemalt wird,
Das betrifft definitiv nicht Hessen, sondern irgendeinen anderen Bereich, den Sie vielleicht vor Augen haben. Aber letztendlich, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Haushaltsüberschüsse, und das will ich als letztes Argument noch einführen in die Debatte, 56 der befragten Kommunen haben keinen Anstieg der Schulden. Das ist besser als der Bundesdurchschnitt und Platz 2 hinter Bayern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese wenigen Argumente entkräften das, was Sie versuchen, hier vorzutragen. Dieses Bild, was Sie versuchen zu stellen, ist nicht in der Realität vorhanden. Schauen Sie einmal bei den Kommunen, bei Ihnen im Wahlkreis, wo wirklich die Erhöhungen anstehen sollen. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Beispiele, die Sie bringen können. Diese Studie dient jedenfalls nicht dazu, um unseren hervorragenden Antrag zu entkräften. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Reul. Es antwortet der Kollege Marius Weiß. Bitte sehr, Marius. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Reul, nur drei Dinge dazu. Erstens, das ist natürlich ein beliebtes Mittel, dass, wenn einem die Ergebnisse einer Studie nicht passen, dass man dann auf einmal anfängt, irgendwelche Datengrundlagen zu hinterfragen oder sonst wie. Fakt ist, dass die Datengrundlagen, die hierfür genommen wurden, in jedem Bundesland gleich angewendet wurden und dass den schlechtesten Platz davon Hessen belegt hat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Sie können es in der Studie, ich habe die selbstverständlich gelesen, auf Seite 17, Herr Präsident, ich halte die Studie mal hoch, auf Seite 17, wer es nachlesen möchte, kann man sich diese üblen und miesen Ergebnisse noch einmal hier genau anschauen. Zweitens, was ich dazu sagen möchte, also ich weiß jetzt nicht, ich glaube nicht, dass Ernst & Young jetzt unbedingt eine Vorfeldorganisation der SPD ist oder dass wir jetzt irgendwie davon ausgehen müssten, dass die Zahlen jetzt irgendwie für die SPD erhoben wurden oder sonst wie. Das kann man, glaube ich, ausschließen. Und der dritte Punkt, Herr Kollege Reul, und das ist der entscheidende, warum es bei Ihnen nicht passt. Diese Studie ist ja nicht einmalig erhoben worden. Die wird jedes Jahr erhoben. Und das ist nicht das erste Mal, dass die hessischen Kommunen dabei ganz schlecht abschneiden, sondern es ist jedes Jahr, dass die hessischen Kommunen dabei so schlecht abschneiden. Deswegen hat das mit 3-Milliarden-Paket von Dezember oder sonst was nichts zu tun. Nein, jedes Jahr belegt Hessen und die hessischen Kommunen so einen schlechten Platz bei dieser Studie, Herr Kollege. Vielen Dank, Kollege Weiß. Nächster Redner, Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr. Dankeschön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Einsatz für sozialere, ökologischere und gerechte Verhältnisse in unserer Gesellschaft beginnt vor Ort in den Kommunen. Für uns als LINKE ist das Engagement für ein gutes Leben für alle in lebenswerten Nachbarschaften, Stadtteilen, Dörfern, Gemeinden und Städten ein zentrales Element unserer Politik. Deshalb freue ich mich, dass wir heute hier im Landtag die Gelegenheit haben, über die verschiedenen Sichtweisen, die ja schon klar geworden sind, auf dieses Thema zu diskutieren. Der vorliegende Entschließungsantrag ist dafür ein guter Ausgangspunkt. Gemeinsam für starke Kommunen in einem starken Hessen, heißt es. Das klingt nach entschlossener Initiative und blühenden Landschaften. Wer könnte da etwas dagegen haben? Tatsächlich liest sich Ihr Antrag in weiten Teilen so, als hätten Sie ihn direkt aus einer Broschüre der Bundeszentrale für politische Bildung abgeschrieben. Das Aufgabenspektrum der Kommunen umfasst eine große Bandbreite im Rahmen der Daseinsvorsorge. Das ist korrekt, sogar ohne die Feststellung durch den Landtag. Auch wird wohl niemand bestreiten, dass, ich zitiere, für die Ausgestaltung der kommunalen Selbstverwaltung eine angemessene und bedarfsgerechte Finanzausstattung von wesentlicher Bedeutung ist und durch die Verfassung gleichermaßen garantiert wird. Zitat Ende. Das Problem beginnt aber dort, wo Sie versuchen, solche unbestrittenen Sachverhalte mit Ihrem Regierungshandeln und der Realität vor Ort in Einklang zu bringen. Da wird das Eis dann nämlich ganz
schön dünn, auf das Sie sich hier begeben haben. Ein echter Partner der Kommunen ist diese Landesregierung in den letzten Jahren jedenfalls nicht gewesen. Am deutlichsten wird dies in der Frage der Kommunalfinanzen. Hier loben Sie sich lang und breit für Entwicklungen, für die Sie im Grunde gar nichts können. Dass die Kommunen vor Ausbruch der Corona-Krise finanziell besser dastanden als vor einigen Jahren, ist zuallererst das Verdienst historisch niedriger Zinsen und einer starken Konjunktur, die zu massiv steigenden Einnahmen geführt hat, und nicht das Verdienst Ihrer Ideologie von der schwarzen Null und Ihrer diversen Schutzschirmprogramme. Vor Ort in den Kommunen haben diese Programme in erster Linie zu unsinnigen Kürzungen bei freiwilligen Leistungen und dringend notwendigen Investitionen geführt. Mit der von Ihnen so viel beschworenen Generationengerechtigkeit hat das jedenfalls nichts zu tun, wenn unsere Kinder wegen geschlossener Schwimmbäder nicht mehr schwimmen lernen, sich die Fenster in den Schulen nicht öffnen lassen, digitales Lernen wegen fehlender Ausstattung nicht möglich ist oder der Bus in die nächste Stadt nur einmal pro Stunde angefahren kommt. An dieser Misere im Bereich der sozialen Infrastrukturen ändert auch die zahlreichen Sonderprogramme wenig, die Sie in den letzten Jahren aufgelegt haben. Um die anhaltende Unterfinanzierung der Kommunen auszugleichen, braucht es mehr als Feuerwehrpolitik, nämlich angemessene und bedarfsgerechte Mittel, verlässlich und dauerhaft. Nichts mit Gerechtigkeit zu tun hat im Übrigen auch, dass in vielen Gemeinden in den letzten Jahren die Gebühren und Steuern, insbesondere die Grundsteuer B, massiv erhöht wurden. Das ist z.B. dort der Fall, wo sich die Kommunen endlich dazu durchgerungen haben, die umstrittene und unsinnige Straßenbeiträge abzuschaffen. Auch hier gilt, ohne eine ausreichende Gegenfinanzierung durch das Land sind es am Ende die Bürgerinnen und Bürger, die die Zeche zahlen müssen. Gerade eine Erhöhung der Gebühren und der Grundsteuer trifft vor allem Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen hart. Gerecht geht anders. Und das war die Situation vor Ausbruch der Pandemie. Die Corona-Krise führt aber zu einer neuerlichen Verschärfung der kommunalen Haushaltslage. Schon jetzt ist doch klar, dass der kommunale Finanzausgleich weiterhin auf wackeligen Beinen steht, dass die Mittel für die Kommunen nicht ausreichen werden und dass die strengen und ökonomisch unsinnigen Regelungen im Haushaltsrecht nur ausgesetzt, aber nicht aufgehoben sind. Hier regiert also das Prinzip Hoffnung. Das Problem ist allerdings, nach einer raschen Erholung sieht es aktuell gar nicht aus. Im Gegenteil. Es drohen zusätzliche Milliardenausfälle bei den kommunalen Steuereinnahmen. Die möglichen Folgen sind verheerend. Laut einer Studie von Ernst & Young, bereits angesprochen, wollen 37% der hessischen Kommunen Leistungen einschränken, das heißt Schwimmbäder, Bibliotheken oder kulturelle Einrichtungen schließen, Angebote der Jugendarbeit und der Seniorenbetreuung reduzieren, Straßenbeleuchtung abschalten und manche wollen sogar Kitas schließen. In keinem anderen Bundesland wollen derart viele Kommunen ihre Leistungen zurückfahren. Warum ist das so, frage ich mich, wenn in Hessen doch alles so toll läuft, wie die CDU das gesagt und die Grünen das in ihrem Antrag mit unterstützen und uns weismachen wollen. Und damit nicht genug. Kollege Weiß hat ja schon darauf hingewiesen. 85% der Kommunen in Hessen wollen infolge der Corona-Krise ihre Steuern und Gebühren erhöhen. Höher ist der Wert deutschlandweit nur in Sachsen. Nur in Sachsen, sonst in keinem anderen Bundesland. Auch hier zeigt sich also, dass die Kommunen in Hessen finanziell mit dem Rücken an der Wand stehen. Starke Kommunen in einem starken Hessen sehen jedenfalls anders aus, liebe CDU und meine Damen und Herren. Für uns als LINKE ist jedenfalls klar,
Wir dürfen nicht zulassen, dass die Kosten der Corona-Krise auf die Kommunen abgewälzt werden und diese in der Folge von unsozialen Kürzungen greifen oder die Steuern und Gebühren weiter erhöhen. Was wir stattdessen brauchen, ist eine ausreichende Finanzausstattung der Kommunen durch das Land, eine Abkehr von der Schuldenbremse und eine stärkere Besteuerung von Reichtum in unserer Gesellschaft. Und wir brauchen eine konkrete Vorstellung davon, wie wir trotz der Corona-Pandemie auf dem Weg in eine sozialere, ökologischere und gerechtere Gesellschaft vorankommen, auch und vor allem in den Kommunen. Gerade in dieser Frage kann ich in Ihrem Antrag, aber auch im Kommunalwahlprogramm der CDU insgesamt wenig Handfestes finden. Dafür reicht es nämlich nicht aus, wir alle für Hessen zu sagen und einen Kessel Bundes zu präsentieren. Und auch die im Antrag genannten Investitionen in die Digitalisierung, Klimaschutz, Bildung, Sport und Kultur sind doch bestenfalls ein Tropfen auf dem heißen Stein. Gleichwertige Lebensverhältnisse für ganz Hessen und ein gutes Leben für alle bleiben so jedenfalls in weiter Ferne. Wir als LINKE setzen gerade hier unsere Schwerpunkte. Das bedeutet, dass wir für bezahlbaren Wohnraum und eine gute Infrastruktur für alle streiten, und zwar überall, in der Stadt wie auf dem Land. Mit dem Landesprogramm zur Schaffung von jährlich mindestens 10.000 Sozialwohnungen, mit einem sofortigen Mietenstopp und einem Mietendeckel in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt, sowie einem Förderprogramm, das dafür sorgt, dass öffentliche und vor allem kommunale Wohnungsunternehmen ihren Wohnungsbestand energetisch sanieren können, ohne dass die Mieten steigen, und mit umfassenden strukturpolitischen Maßnahmen zur Stärkung der ländlichen Region. Gerade in Bereichen wie Mobilität, Gesundheit, Bildung und Kultur wirkt die Corona-Krise aktuell wie ein Brennglas und zeigt die Versäumnisse der letzten Jahre und Jahrzehnte schonungslos auf, auch und gerade in den Kommunen. Deshalb müssen hier dringend Schwerpunkte gelegt werden durch einen umfassenden Ausbau des Bus- und Bahnnetzes, einen Nulltarif und mehr Raum für Rad- und Fußverkehr in unseren Städten, durch mehr und bessere bezahltes Personal in unserem Gesundheitssystem und einen Stopp der Privatisierung, insbesondere kommunaler Krankenhäuser, durch einen flächendeckenden Ausbau von auch personell gut ausgestatteten ganztägigen Kindertagesstätten, durch die Sanierung und den Neubau von Schulen und eine gebührenfreie Bildung für alle und auch durch eine spezielle Förderung der vielen und vielfältigen Kulturschaffenden, die aktuell besonders unter der Corona-Krise zu leiden haben. All diese Initiativen müssen wir verbinden mit dem Kampf für konsequenten Klimaschutz vor Ort und konkrete Maßnahmen für klimaneutrale Städte und Gemeinden, etwa durch verstärkte Investitionen in erneuerbare Energien und eine klimagerechte Stadtplanung. Klimaschutz darf aber keine Frage des Geldbeutels sein und der Kampf gegen Armut und Erwerbslosigkeit nicht vernachlässigt werden. Erst wenn all das uns gelingt, können wir wirklich von starken Kommunen in einem starken Hessen sprechen. Vielen Dank, Kollege Schaus.